Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metroid Zero Mission. Der Remake vom allerersten Metroid-Teil. Und wir sind das letzte Mal in Norfair stehen geblieben. Nein, wir wollen nicht speichern. Ich sehe gerade, wir bekommen keine Energie, wenn wir in der Speicherstation sind. Und wir hatten das letzte Mal... Ja, genau, da oben müssen wir hin. Da gibt es irgendein Item für uns. Aber ich glaube, wir können da noch gar nicht hin. Weil, wie wir sehen, kann ich noch nicht hoch genug stehen. Gibt es hier irgendwas? Nee. Das heißt, entweder wir müssen noch etwas bekommen. Oder was ich glaube, wir müssen hier lang. Ein bisschen aufpassen, so viel Energie haben wir nicht mehr. Wir rennen einfach durch. Oder auch nicht. Können wir da oben ran? Ja, anscheinend nicht. Was ist das hier? Hier sind normale Gegner. Etwas Energie könnten wir gebrauchen. Okay, hier gibt es... Ah doch, hier gibt es was. So, bevor wir jetzt da oben lang gehen. Okay, da kommen wir auf keinen Fall ran. Gehen wir hier durch. Haben wir schon die Bomben? Ja. Hoffentlich geben die uns Erfahrung. Ne, nicht Erfahrung, Energie, aber... Scheint nicht so. Dann gehen wir einfach weiter. Ich muss sagen, das kommt mir jetzt alles etwas unbekannt vor. Da oben. Ach, wir schauen erstmal, wo es dahin geht. Kriteria? Das kenne ich noch gar nicht. Oder ich kann mich nicht erinnern. Hier gibt es bestimmt ein Geheimnis, oder? Nee. Wo bin ich? Hier. Ich gehe mal davon aus, dass hier noch nichts sein soll. Also auf jeden Fall kommt mir das Gebiet sehr unbekannt vor. Ups. Der kommt hierher. Okay, also hier soll mir noch nichts sein, da bin ich mir ganz sicher. Deswegen gehen wir erstmal wieder nach Norfair. Wenn ich weiß, wie wir weiterkommen. Aber anscheinend hier gar nicht. Okay, dann gehen wir doch wieder hoch. Das kommt mir aber sehr unbekannt vor, also... Kriteria. Gehen wir einfach mal nach rechts. Hier wird es ja schon irgendwas geben. Zumindest schaffen wir das von der Sprunghöhe. Hier geht's mit den Bomben weiter. So. Ruinen der Schoso. Okay, das ist neu. Da können wir nicht lang. Können wir die kaputt machen? Können wir die schieben? Nein. Okay, hier gibt es ein Item. Erstmal kaputt schießen. Unbekanntes Objekt, okay. Objekt mit aktuellem Anzug inkompatibel. Interessant, aber kann der uns heilen? Na gut, jetzt haben wir wenigstens... Okay. Jetzt können wir wenigstens diese Steine kaputt machen. Das ist definitiv neu, das gab es im Vorgänger noch nicht.
so ein bisschen dumm. So, jetzt gehen wir da oben lang. Was gibt es hier? Hier gibt es einen Eingang. Das sieht mir nach einem Bossfight aus. Bin ich gerade gestorben? Komm, bin ich schon den Wandsprung irgendwie? Okay, Wandsprung können wir. Ja? Können wir mal. Ich glaube, den bekomme ich nicht hin. Also dafür bin ich so schlecht. Das bedeutet für mich, was bedeutet das für mich? Ich muss wahrscheinlich neu laden. Ah, Moment, nee, okay. Oder doch? Wenn ich mich aber hier hinstellen möchte, geht auch nicht. Soll irgendwas geben? Vielleicht auf der Seite? Es gibt nur hier etwas. Das ist natürlich die Frage. Okay. Wir können da oben lang. Mit einem guten Timing. Okay. Power Equip. Festhalten. Wie rüsten wir die aus? So nicht. Okay, so können wir hochziehen. Können wir auch irgendwie runterziehen? Nein. Okay. Status, Power Clip. Steht irgendwie wie den. Nee. Ah, Moment. Ja, genau. Okay, ich verstehe. Jetzt warten wir erstmal, bis das uns wieder hochbringt. Ist oben auch lang gegangen. Ja, okay. Aber wir müssen hier das kaputt schießen. Power Grip hier dran. Genau, okay. Dann war das schon mal gelöst. Nicht hoch, okay. Ich denke mal, wir sollen dann hier runterspringen. Da hätte es was gegeben. Okay. Ah, hier ist unser Schiff. Okay, wir haben jetzt unsere Vorräte wieder aufgefrischt, aber das bringt uns nichts. Wir waren eh wieder voll. Aber wir können jetzt zumindest mal hier lang. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Und dementsprechend können wir wahrscheinlich jetzt unten lang. Ob wir rechts oder links müssen, weiß ich noch nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang müssen. So. Oh mein,
Und wir haben, ich kann ja hier die Taste drücken, dann kann ich einfach hier so nach oben ziehen. Ach so, je nachdem wo ich. Ich verstehe. Dann gibt es hier das Item. Aber das war's schon. Sonst gibt es hier nichts. Durchrennen können wir auf jeden Fall. Da hoch. Können wir hier auch zurück. Und können uns jetzt nämlich den hier holen. Wir werden eh noch einen neuen Gegenstand bekommen, wo wir unsere Energie wieder auffüllen können. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal hier durch. Und genau, ziehen uns jetzt hier hoch. Aber das sind die Teile. Auch die machen Schaden, wenn ich dagegen laufe. Geht's da oben lang? Nee, okay. Also, ich gehe mal davon aus, dass diese. Dass diese Steine kaputt gehen werden, sobald ich irgendeine bestimmte Stelle erreicht habe. Sonst würde es keinen Sinn ergeben, dass kommen wir da oben irgendwie rein? So einen Wandsprung anscheinend nicht. Nicht durch. Ups. Oh, ich kann auch von der Wand schießen. Sehr interessant. Ziemlich cool gemacht eigentlich. Okay, da sollen wir auf keinen Fall durch. Aber hier können wir lang. Ja, besiegt. Das war dumm. Ich hätte einfach. Ich hätte einfach speichern sollen, erstens. Und zweitens hätte ich auf den unteren Stein gemusst. Jetzt müssen wir natürlich wieder alles ablaufen. Jetzt weiß ich aber wenigstens, wo es lang geht. Und kann das ganz schnell ablaufen. Beide sind natürlich ein bisschen unpraktisch, aber das ist jetzt auch egal. Das gehört halt zum Spiel. Und wenn ich noch zu faul bin, um zu speichern. So, jetzt ging nach rechts gegen das. Oder? Doch, wir müssen rechts lang. Aber jetzt kann ich erst einmal da hinten lang gehen und gucken, was da ist. Okay, das sind Viecher, die ich nicht besiegen kann. Gehe ich mal von aus, oder? Obwohl es geht. So, jetzt erstmal wieder da hoch. Dann gehen wir da gleich lang, weil wir das Upgrade bekommen haben. Was musste ich denn hier machen?
Ah ne, stimmt. Nein, bin ich wieder zu weit. Wir mussten da oben lang, genau. Und zwar hier. Einmal mit der Bombe durch. Unbekannte Upgrade nehmen, womit wir die Shoso-Steine, was auch immer, kaputt bekommen. Kommt jetzt überhaupt noch raus? Habe ich die für ihn nicht genommen oder warum? Okay. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Okay, jetzt. Letztes Mal sind wir erst da lang, deswegen gehen wir ja hier lang. Okay, da ist wenigstens auch so eine große Säule. Okay, wenn man das so macht, dann ist es natürlich einfacher. Wenn man es nicht mit dem Ballsprung macht. Jetzt können wir uns an Vorsprüngen festhalten. Gut, man lernt halt immer dazu. Oh, ist hier manchmal nicht hin. So, jetzt gehen wir weiter. Schon, wir wären an dem Absprung der Plattform. Stimmt, wir müssen da oben das kaputt schießen. Dann festhalten. Machen wir mal weiter. Und ich glaube, da unten drunter ist direkt eine Höhle. Warte, ich versuche hinzukommen. Okay, geht nicht. Vielleicht, wenn ich mich zum Ball gemacht hätte. So, jetzt, aber wir können auf jeden Fall direkt zurück. Im Schiff gab es nichts Interessantes für uns, obwohl wir hätten uns eigentlich heilen sollen. Jetzt gehen wir aber hier lang und versuchen noch das mitzuholen, was dort hinten auf uns wartet. Wir sollten uns lieber beeilen, ich glaube nach einer Zeit. Ach scheiße. Geht doch ans Schiff. Ich mache das jetzt wieder gern Schiffspeicher. Ich bin da ein bisschen zu schnell unterwegs. Das ist kontraproduktiv. Da passiert genau nämlich sowas. Obwohl das gar keine schwere Stelle ist. Rechts und nach oben. Vor in die andere Richtung. Den Ball durch. Hier lang.
das unbekannte Objekt holen, das die Chozo-Steine zerstören kann. Jetzt weiß ich auch, dass ich hier das kaputt schießen muss. Vielleicht so? Nee. Durch. Hier gibt es nämlich keine Items, die man anscheinend versteckt finden kann. Durchfallen. Und stehen, das hier kaputt schießen. Also die Passage kennt ich ja schon fast speedrunnen. Und runterfallen, das war kontraproduktiv. Und zack. Der Power Clip ist mal wieder in unserem Besitz. Und jetzt hoffentlich. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder warten. Kann ich ja in der Zeit versuchen, den Wandsprung ein bisschen zu üben. Scheint aber nicht so schwer zu sein. Muss ich immer zweimal versuchen, das ist ein bisschen nervig. Aber beim zweiten Mal geht's dafür. Vielleicht, wenn ich mich mit dem Mothball da runterrolle, vielleicht schaffe ich es ja dann. Ne, okay, da kommt man nicht hoch. Leider. Ich hätte speichern sollen. Ich versuch's jetzt noch einmal. Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann. Keine Ahnung. Muss ich offscreen so weit laufen, wie ich schon war. Ich habe natürlich keine Lust, einen ganzen Part zu verschwenden. Jetzt kommen wir hier nicht durch. Nee, war klar. Das heißt, wir haben diese Passage verschwendet. Und einen Tod. Und kommen wir unten lang. Dann holen wir die Missiles noch. Dafür bleibt die Zeit noch. Und nach den Missiles speichere ich ab an dem Schiff, denn mir fällt gerade ein, wir waren ja oben noch gar nicht an dem Schiff. Wir sind ja direkt unten in der Höhle gestartet. Missiles wollte ich jetzt eigentlich nicht verschießen. Wir laufen einfach weiter. So, das wollte ich machen. Ich würde bevorzugt nicht in die Lava fallen wollen. Gut, das haben wir geschafft. Jetzt zurück. Die Gegner besiegen wir. Sicherheitshalber. So. Und wir gehen nicht zurück. Okay, ich hab's verstanden. Frage. Ah, genau. Ich weiß, wo ich hätte meine Energie aufhören können. Und zwar an diesem Chozo, also da, wo wir auch die Chozo-Steine zerstören konnten, wo wir das Upgrade bekommen haben. Da hätte ich mich aufhören müssen. Jo, auf jeden Fall war es das dann.
eine etwas erfolglose Runde. Ich verabschiede mich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.